Wir schreiben den 13. Mai des Jahres 2017, an dem der HSV fußballerisch in ernsthafte Bedrängnis gerät. So geht es für Hamburg am vorletzten Spieltag auf Schalke um den Verbleib in der höchsten Spielklasse des deutschen Fußballs, doch dafür müssen Punkte her. So begibt sich der Haufen um CA und Popton am frühen Samstagmorgen via Schiene auf den Weg in den Ruhrpott. Obwohl es bereits zu dieser Zeit immer wieder zwischen GE und dem HSV knistert, konzentrieren sich beide Szenen an besagtem Samstag zunächst auf die eigene Kurve. Die Ultras Gelsenkirchen bereiten bereits seit Wochen und Monaten die größte Choreografie der Saison vor. Unter dem Motto Eurofighter soll es zu Spielbeginn eine optische Aktion über drei Tribünen der Veltins Arena geben, welche zuvor bereits von einem entsprechenden Graffiti in unmittelbarer Stadionnähe untermauert wird. Auf tausenden blau-weißen Fähnchen werden fünf riesige Wimpel über das gesamte Stadion vom Ober- in den Unterrang herabgelassen. Auf diesen ist der Weg der Schalker ins Finale des UEFA Cups aus dem Jahr 1997 zu sehen. Zudem prangt im Oberrang der Nordkurve ein großes Eurofighter-Motiv im Rahmen eines Motto-Schals, den die Schalker Fanszene über 15.000 Mal verkaufte. Auch die Gäste aus Hamburg haben zu Spielbeginn eine kleine optische Aktion vorbereitet. Unter dem Leitspruch immer erste Liga HSV soll der Mannschaft noch einmal verdeutlicht werden, um was es beim damaligen unabsteckbaren Hamburger SV geht. Während die Gäste in den Choreo-Vorbereitungen stecken, laufen im Oberrang per Zufall rund 30 Schalker mit einer Blockfahne für die eigene Aktion herum. Durch eine Unachtsamkeit gerät die Plane auf einer Seite in die Hände einiger Gäste, die nun daran ziehen. Nachdem sich eine gewisse Dynamik ergibt, verlieren die Schalker Ultras die Kontrolle über die Plane und müssen sie den Hamburgern überlassen, welche das gute Stück nun in den eigenen Block ziehen. Nachdem die Gemüter nun entsprechend erhitzt sind, soll es nur wenige Momente später knallen. Schalke signalisiert Hamburg auf der Tribüne, dass man doch kurz hinter den Block auf die Promenade kommen soll, was nur weniger Sekunden später Dutzende HSV-Fans dankend annehmen. So kracht es darauf tatsächlich kurzzeitig zwischen beiden Seiten, worauf nun auch die Staatsmacht sowie einzelne Ordner auf den Plan gerufen werden. Diese können die Lage wieder beruhigen, worauf sich auch Schalke und Hamburg wieder in ihre Blöcke zurückziehen. Der HSV kann dem S04 immerhin nach 90 Minuten einen Punkt abbringen und steht damit einen Schritt näher am Klassenerhalt. Zitat Ultras Gelsenkirchen: Auch auf Seiten der Gäste deutete sich schon weit vor dem Spiel an, dass es eine Choreografie geben soll. Eines muss man den HSV anlassen. Choreos können sie wirklich nicht. Mir gefällt der Stil überhaupt nicht. Die Aussage war irgendwas mit Klassenkampf, HSU. Die Nordlichter waren von unserer zwecks eigener Choreo-Anwesenheit auf der Gegengrade wohl scheinbar angefressen und formierten sich auf der Promenade. Hier krachte es nun kurz ordentlich und der ein oder andere Fischkopf kam aus dem Gleichgewicht. Bevor dann noch das ein oder andere HSV-Schlachtschiff aufkreuzte, hatten die Ordner und Polizei die Lage bereits in den Griff bekommen. Es gibt sicher nicht mehr viele Szenen im deutschen Fußball-Oberhaus, die sich auf so einen Tanz einlassen, der HSV darf sich jedoch zu jenen zählen. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.